So, Leute, es tut mir ziemlich leid. Ihr werdet jetzt gleich, nachdem ich das hier gesagt habe, 16 Minuten Batman sehen ohne meine Stimme, weil ich war ziemlich nubig und habe mein Mikrofon leider auf Stumm gehabt. Das sind aber nur 16 Minuten und was da passiert und was ich gesagt habe, keine Ahnung, was da passiert, werdet ihr gleich sehen und was ich gesagt habe, weiß ich alles nicht mehr genau. Es tut mir auf jeden Fall leid. Ihr werdet jetzt auf jeden Fall gleich die 16 Minuten, also eine Folge und morgen dann ein bisschen in die nächste Folge rein. Oder, na, ich sag lieber nichts, ich weiß nicht, wie ich das noch schneiden werde. Deshalb viel Spaß mit den nächsten 16 Minuten und gleich sind wir wieder da mit Stimme nach 60. 16 Minuten. 16, nicht 60, keine Stunde, okay? Danke für eure Verständnis, hoffentlich bleibt ihr noch dran. Bis gleich. Das medizinische Personal braucht meine Hilfe. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt uns, die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken, mit solchen Veränderungen umzugehen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Aber erst nach Ankunft des Patienten X stiegen unsere Erwartungen. Patient X war der Katalysator, der zur vollständigen Annahme des Titanprozesses führte. Wir danken allen unseren Wohltätern für diese Gelegenheit. Wir repräsentieren alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine große Auswahl an medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und Wellnessprogrammen an. Die hohe Qualität der Pflege, verbunden mit der günstigen Lage der Anstalt von Arkham, hat dazu geführt, dass wir zur besten Einrichtung des ganzen Staates gewählt wurden. Die Zeiten in dieser Einrichtung haben sich geändert. Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß, aber nicht für... Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel? Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht geschlagen wird. Worauf wartet ihr? Den ersten Kill? Geht sofort herunter! Ich mach dich fertig! Du wirst auf dem Boden liegen und bluten! Batman! Ich schlag dich grün und blau! Ich mach Hackfleisch aus dir! Au!
Was ist passiert? Halt! Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig, sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Ich bin nicht sicher, ob ich einen Geheimnisringer für mich behalten kann. Zu meiner Party kommen noch zwei alte Freunde. Einer von denen hat Angst, dass du gehst, ohne dich zu verabschieden. Der andere, naja, sagen wir mal, er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du ihn. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Unsere Flügel mit geringen Sicherheitsanforderungen bieten normalen, aber aufgewühlten Personen einen sicheren Hafen für eine Heilung. Wir repräsentieren alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine große Auswahl an medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und Wellnessprogrammen an. Die hohe Qualität der Pflege, verbunden mit der günstigen Lage der Anstalt von Arkham, also das ist doch ja. Die dürfte mich jederzeit behandeln. Nicht nur dich. Glaubt, dass durch unsere bahnbrechenden Techniken eine Heilung entgegensehen wird. Komm! Wir bitten alle Patienten zurück in ihre Unterkünfte. Willkommen in der Genehmigung nähert, habe ich den Befehl dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es... Da kommt was! Entspann dich, wir sind eine ganze Armee! Bitte lass mich gehen. Ich mache keinen Ärger. Wenn du nicht deine Schnauze hältst, tue ich dem Boss einen Gefallen und knall dir die Rübe weg. Es muss aber nicht so sein. Sei still, ich weiß nicht, wie viel Gequatsche ich noch ertragen kann. Wieso machst du das? Lass mich mit Joker sprechen. Wir haben eine Armee, die alles auseinander... Nein, was zum Teufel? Nichts! Nein! Wir werden angegriffen! Sie ist tot, jemand... Ein Kinderspiel! Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats! Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel.
Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Denk, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Wenn der Boss mit dir ringt, redet er mit dir. Bis dahin, halt deine Klappe! Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hier bleiben. Das gesamte medizinische Personal ist in Sicherheit. Zeit, Harley Quinns und Gordons Spuren zu verfolgen. An der Ringseite! Harley bringt Popcorn mit! Ich kann's nicht erwarten! Wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Unsere Flügel mit geringen Sicherheiten... Hast du sie gefunden? Geht's ihnen gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman! Wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass sie Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bring sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber... Wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärmt aus! Was für ein Verrückter hat das hier gebaut. Sieht wie kein Krankenhaus aus, das ich kenne. Sei nicht sauber sein, hier stinkt's. Was machst du da?
Ich habe dich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Sag gute Nacht, Bats. Bumm! Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Allen! Nur Scarecrow! Holt sie von mir runter! Holt sie von mir runter! Helft mir! Oh nein! Sie sind gerade!